Hinter dem Vorhang. Es ist Montag. Na? Wir gehen uns mal die Tür angucken. In der letzten Folge hatten wir hier vorne links eine Tür. Gott, das ist meine Stimme heute für den Arsch. Wo kommt die Tür her? Ach. Was zum Teufel ist das? Eine Chance, Ihre Fertigkeiten zu testen. Versuchen Sie Ihr Glück, Detective. Du hast eine neue Brille. Das ist ja verrückt. Verrückt wäre es, darauf zu verzichten. Zielen Sie sorgfältig und zeigen Sie, was Sie können. Alles klar. Munition spielt hier keine Rolle. Ja, geil. Endlich können wir üben. Okay. Das war aber ein wenig zu hoch, Detective. Ein Detective zielt nie zu hoch, ebenso wenig zu niedrig. Was? Aber geil. Okay, Vorbild für die Truppe. Sehr schön. Das ist aber cool. Und jetzt der Schießstand aus. Aber geil, das macht ja richtig Spaß. Schießstandmodus, Kettenangriffsmodus. So wird gespielt. Schieße auf die Ziele und versuche einen Highscore zu erzielen. Erziele Kopftreffer und erhöhe deine Trefferanzahl durch Bonuspunkte. Starte mit 30 Sekunden und versuche einen Highscore zu erzielen. Zielart normal. Schieße, um Punkte zu erhalten und zerstöre benachbarte Ziele derselben Farbe. Sanduhr erscheint. Wenn du einen hohen Combo schaffst, schieße auf sie, um Zeit zu gewinnen. Oder X. Triffst du diese Ziele, verlierst du Punkte. Schalte sie sicher aus, indem du benachbarte Ziele zerstörst. Okay. Punkte. Immerhin. Bin wohl etwas eingerostet. Ja. 24.000. Nicht 2.400. 24.000. Cool. So, was machen wir sonst hier? Nur Schießstand. Okay, gut. Gehen wir nochmal kurz rein. Wir nehmen nochmal den linken Schießstandmodus. Training leicht, normal, schwer, sehr schwer. Okay. Machen wir später. Ja, das macht ja auf alle Fälle schon mal Spaß. Sehr schön. 70 Waffenteile haben wir. Wir gehen aber erstmal speichern. Miau. So. Da hinten haben wir eigentlich nichts. Ab in den Spiegel. Na komm. Spiegel. Jetzt. So, wir müssen noch mal gucken, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen hier noch zu den Abtrünnigen. Da müssen wir noch hin. Hier haben wir noch hinter dem Vorhang. Finde den Eingang zum Markt im östlichen Unterschlupf, um zum Rathaus zu gelangen. Alles klar. Aber wir gehen hier noch mal rein. Was sagt eigentlich unsere Waffen? Gar nicht mehr so viel.
Eigentlich haben wir viel zu wenig Muni. Wir müssen mehr schleichen, ne? Da hinten ist immer noch die Tür. Ich weiß gar nicht, ob wir da einen Schlüssel dafür haben. Diesmal ist die Tür offen. Aha. Ist das an mich gerichtet? Scheint so. Okay, das scheint noch tiefer zu sein. Wer Jan, das sitzt ja auf dem Klo hier. Ryan Turner. Ach du Scheiße. Diese Handschrift. Er schon wieder. Hey, Mann. Pech gehabt, Ryan. Wow. Noch ein Kommunikator. Muss Ryan gehören. Ja, dann nimm ihn. Mitglieder des Mobius-Teams haben vielleicht was Nützliches dabei. Richtig. Das neueste vom Kommunikator aufgezeichnete Protokoll. Ich habe meinen Kommunikator so umgebaut, dass er Signale von Einheitszerebralchips empfängt. Ich könnte die Standorte der verbliebenen Mitglieder des Sicherheitsteams oder was von ihnen übrig ist, in Erfahrung bringen. Sie haben bestimmte Vorräte dabei, denn mit denen sie ja jetzt eigentlich nichts mehr anfangen können. Diese ganzen Chips, die aus den toten Gehirnen sind. Alles klar. Das soll also Kunst sein? Ja. Kamera nimmt ein Bild des Opfers auf. Gut. Okay, hier haben wir noch was Neues. Pistolenmunition. Und ansonsten haben wir bis jetzt echt nur noch hier den Unterschlupf. Ob wir den Computer da machen? Eigentlich nicht. Untersuche das Besucherzentrum. Wo ist denn das Besucherzentrum? Sind wir doch jetzt drin. Achso, wir müssen jetzt hier raus. Richtig, genau.
Boah! Verdammt, wo ist der hin? Ich möchte irgendwie nicht näher ran. Da sind drei Köpfe drin, das reicht mir jetzt schon. Oh. Aber ich muss ran. Auf dem Schild steht jetzt erstmal nichts drauf. Was zum Teufel soll das sein? Das ist doch krank. Du bist echt krank. Und hier ist das Foto. Alles klar. Das war verrückt. Selbst für diesen Ort. O'Neills Unterschlupf ist gleich hier. Da kann ich ihm die schlechten Nachrichten auch persönlich überbringen. Genau, gehen wir direkt rüber. Da unten ist Pistolenmunition. Da unten. Kommen wir da nochmal hin? Haben Sie sie gefunden? Sie sind tot. Aber glauben Sie mir, ohne die sind Sie besser dran. Sie hatten vor, alle hier drin zu töten. Ein Alpha-1-Notfall, was? Halte ich nicht für die schlechteste Idee. Sie sind ein echtes Arschloch, O'Neill. Wissen Sie das? Ich sehe das nur realistisch. Man kann nicht jeden retten. Ist einfach nicht möglich. Die Notfallpläne gibt es nicht ohne Grund. Hätten Sie diese kranke Maschine nicht gebaut, wären überhaupt keine Notfallpläne nötig gewesen. Vielleicht. Aber das, was sie geschaffen haben, ist ziemlich beeindruckend. Immer noch der Firma ergeben, was? Hoffentlich macht sich ihre Loyalität bezahlt. Denn gerade sieht es so aus, als würden sie einen Scheiß auf sie geben. Was meinen Sie damit? Sie haben sie doch hier reingeschickt. Tut mir leid, ich wollte sie nicht verärgern. Hier, ich habe noch weitere hergestellt. Für ihre Mühen. Verstärkung kannst du knicken. Freigeschaltet. Okay. Ja. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen was zusammenbauen können. Wir brauchen auf alle Fälle Munition. Schrotmunition haben wir nämlich auch nichts mehr. Aber wir haben nur 6. Dann kriegen wir immerhin 3-mal Pistolenmunition raus. So, eine Harpune können wir noch bauen. Und das war's. Waffenverbesserung. 265 Teile. Ja. Feuerkraft. 150% kostet 400. Danke.
Feuerrate, Magazingröße. So, Feuerkraft. Kostet 90. 20% kosten 100. Okay, wir machen erstmal den. Weiß nicht, ob ich das machen soll. Nachladezeit wäre ganz interessant. 1,8 Sekunden schneller. Ne, auf 1,8 Sekunden. 30 Cent. 30 Dings. Ja, das ist nicht viel. Das können wir machen. So, Feuerrate. 40. Aber noch nicht. Okay. So, dann können wir mal speichern. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Wir versuchen das doch mal dahin, um die Munition zu holen. Wir schleichen uns einfach mal dahin. Können wir die eigentlich abschießen da hinten? Er ist so weit weg, ne? Eigentlich geht mir das Riesenvieh hier ganz mächtig auf den Sack. Ui, das funktioniert. Haben wir denn da geweckt? Irgendwas da in dem Haus. Wird irgendwie laut. Ach, da oben! Was bist du denn da? Okay, das lebt noch. Was finden wir denn noch hinten? Danke dir. So. Da liegt auch noch eine Flasche rum. Oh, das funktioniert. Ja, dann laufen wir doch nur so langsam wie geht.
Hier wird ein bisschen problematisch, meiner Ansicht nach. Ah, jetzt haut's ab. Das ist gut. Das ist gut. Sehr schick. Sieht ein bisschen aus wie Little Hope. So. Wo sind wir denn? Ah, noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Au! Scheiße! Alter Schwede, es reicht! Hätte ich eigentlich dran denken können, weil die ganze Zeit hat er hier schon gewackelt. Was ist da noch jemand? Was ist da noch irgendwo einer? Da hinten irgendwo. Das schauen wir uns später an. Hey, so weit weg ist die gar nicht. Okay, das funktioniert so nicht. Die fängt an zu singen. Sebastian! Alter Schwede, dieses Vieh. Ich komme nicht dran. Oh, aber
Ich sollte Kidman sagen, was hier läuft. Kidman, kannst du mich hören? Laut und deutlich. Was hast du für mich? Die gute Nachricht. Ich habe O'Neill gefunden und er konnte mir Hinweise auf Lily geben. Großartig. Die schlechte Nachricht. Union fällt buchstäblich auseinander und ist größtenteils von Leichen und Monstern bewohnt. Und dieser Psycho, den ich erwähnte, der mit den Kräften, die er nicht besitzen sollte, er hat Lily. Ich bin auf dem Weg zum Mark, von dem du mir nicht erzählt hast, um zu ihm vorzustoßen. Tut mir leid, dass wir vorher keine Zeit für ein Briefing hatten. Aber wir dachten nicht, dass es so schlimm wäre. Hier ist es genauso schlimm wie in Beacon. Nein, schlimmer! In Beacon steckte meine Tochter nicht fest! Okay, beruhig dich. Vielleicht kann ich helfen. Hast du irgendwelche Infos über diese Person? Männlich, etwa 1,77 Meter, schwarze Haare. Hält sich für so eine Art Künstler. Das ist nicht wirklich viel. Das weiß ich auch. Ich bin unterwegs zum Rathaus. Melde mich später. So, wir gehen jetzt hier nochmal so ein bisschen links, rechts, Kaffee. Ach, jetzt habe ich natürlich die Spritze verbraucht. Hätte ich Kaffee getrunken, wäre es auch gut gewesen. Das mag in den Betriebssätzen machen wir noch nicht. Wir gehen jetzt gerade nochmal hier rum. Den Spiegel haben wir und wir haben jede Menge. Ah, da ist eine Spritze. Mau. Ja, ich weiß, Mau. So, wir gehen nochmal hier lang. Dann gehen wir nochmal da lang. 25 Waffenteile. Können wir doch nicht mal irgendwas bauen. Aber wir haben fast 7000 Hirnschmalz. Können wir mal gucken, was wir da damit machen. Sie sehen aber gar nicht gut aus. Ja, ja, ich ja. Ich helfe Ihnen. Haben wir eigentlich einen Schlüssel? Nee, haben wir nicht. Aber wir haben ein First Aid Kit, das ist voll. Okay. Dann gehen wir... Was? Gesundheit, Heilung, Gesundheit 3, Kampf 3, Athletik. Ich glaube, wir brauchen mal Athletik. Nee. List. Ja, wir machen mal List. Flaschenbrecher. Flasche in deinem Inventar werden automatisch benutzt, wenn du dich aus der Umklammerung eines Gegners lösen kannst. Nicht mal ein Blade. Unauffällig 1. Haben wir doch schon. Du kannst Schleichangriffe aus der Deckung um eine Ecke herum ausführen. Okay. Schleicher, du bewegst dich schnell in eine geduckte Haltung. Du hast 4000. Nehmen wir. Unauffällig 2. Deine Schritte verursachen noch wenig Geräusche, sodass deine Gegner langsamer Verdacht schöpfen. Können wir noch nicht? Haben wir noch nicht genug? Macht nichts. Ah. Ja. Au, ist gut jetzt. So, einmal speichern und dann nutzen wir den Computer endlich, um auf die andere Ebene zu kommen. Die andere Ebene? Ja, die Ebene, die so schräg oben ist. Richtung Rathaus. Das ist also der Computer, von dem O'Neill gesprochen hat. Probieren wir das Passwort. Alles klar. Ich glaube, wir sind drin. Gleich mal alles Mögliche sammeln, was wir hier finden. Oh ja, Munition. Waffenteile. Ist da noch was drin? Ach, schade. Suche Mark nach Ausgang B2. Halt, was haben wir hier? Exit 180. Was ist da hinten? Da liegt doch jemand. Oh, der ist da schon wieder eingeklemmt. Bedo 3. Komm, wir gehen uns das angucken. Hallo.
Schießpulver. Okay. Hier unten ist es wohl auch nicht besonders gut gelaufen. Nee, scheint so. Das ist BIC03. Oh, kein Schrot mehr. Das ist natürlich ganz schlecht. Okay, einmal Hirnschmalz. Noch einmal Hirnschmalz. Ja. Und noch einmal, komm. Oh, 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 oh. Kein Hirnschmalz. War gepupst. Okay. Wir haben hier die Stadt vor uns. Könnte das die ganze Karte von Union sein? War ja mal gar nicht so klein. Nee, ganz schön groß. Oh. Monsieur? Ich muss an Ihren Computer. E-Mail: Wachstum von Union. An alle zuständigen Personen von Operative Raid. Wachstum von Union. Dank des Erfolges des MU-Center-Anwerbungsplans wächst Union schneller als vorausgesagt. Die Produktion der Stemwannen wurden erhöht. Die Erweiterung von Union wurde skizziert und das Rendering eingeplant. Aufgrund der Einwohnerzunahme muss die Union-Umgebungskarte um 50% erweitert werden. Neben neuen Wohngebieten wird eine Landwirtschafts- und Industriezone hinzugefügt, um Arbeitsplätze für neue Bewohner zu schaffen. Mein Gott, meine Stimme hört sich echt heute an. Das war doch eben was. Da. Hier haben sie anscheinend noch Teile von Union entworfen. Okay. Dann wollen wir mal. Was? Da sind wir jetzt, alles klar. Defekte Verteilerkästen. Sie können kurzzeitig wieder zum Laufen gebracht werden, wenn wir Schockbolzen haben. Wir haben Schrot. Das ist gut. Wie immer, da können wir nicht runter. So, wir suchen B02. Und natürlich ist es so nicht lesbar, wo wir hin müssen. Oh, das ist unfair. Quarantäne? Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Sektion B ist aber auf alle Fälle richtig. Ach, da drüben. Da geht eh nicht auf. Na dann.
Jetzt wollte ich mich dem Schock stellen. Geht's nicht. Auch zu. Okay. Da geht eine Treppe hoch. Ich glaube, ich nutze erstmal die Treppe hier. Mahlzeitdepot. Tasche verbessert. Yeah! Komm, der andere steht auch gleich auf. So, Metallrohr. Was haben wir noch? Schießpulver. Nächstes. Und 100 Waffenteile. Gut. Und wir haben wieder eine imaginäre Pumpgun in der Hand. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun? Immer noch imaginär, immer noch imaginär, immer noch. Jetzt ist es wieder da. So, Treppe runter. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. B2S4 15. Derzeit ist die Notfallabriegelung in Kraft. Stellen Sie die Frequenz auf Ihrem Kommunikator ein, um die Abriegelung aufzuheben. Ich kann's ja mal versuchen. Geht doch. Notfallabriegelung aufgerufen. Bitte auf den Systemneustart der jeweiligen Anlagen warten. Ich habe so böse Vermutungen, dass da hinten die Toren aufgehen. Im Freizeitbereich aufgerufen. Bitte warten. System wird neu gestartet. Nee. In der Sicherheitsanlage aufgerufen. Bitte warten, System neu gestartet. What? Wo ist noch einer? Da. Mich. Mehr dazu beim nächsten Mal. Bis morgen.